Und es geht zu Ethan. Prüfung 5. Wow. Das macht ja schon mal einen richtig kranken Eindruck hier. Naja, er läuft nicht schneller. Die letzte Origami-Figur. Die letzte Prüfung. Okay. So viel haben wir durchgemacht. Und wir wurden nicht zum Killer. Demnach fehlen uns ein paar Buchstaben. Umso wichtiger wird jetzt diese Prüfung, die letzte. Die letzte Prüfung. Die letzte Frage. Sind Sie bereit, Ihr Leben für das Ihres Sohnes zu opfern? Ein tödliches Gift ist in dieser Ampulle. Es tötet Sie in exakt 60 Minuten. Wenn Sie es trinken, erhalten Sie die letzten Buchstaben der Adresse. Sie haben genug Zeit, Ihren Sohn zu retten und sich von ihm zu verabschieden. Dann sterben Sie. Sie können das Gift nehmen oder gehen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Okay, Leute. Was sollen wir tun? Ganz ehrlich, ich an seiner Stelle, ich wüsste es wirklich nicht, ob ich es kann. Aber ich habe schon länger über diese Entscheidung nachgedacht und wenn es wirklich um sein eigenes Kind geht, da denkt man vielleicht nicht lange drüber nach und trinkt es einfach. So, mach hin. Die Zeit läuft, Junge. Die letzten Buchstaben sind jetzt auf Ihrem Telefon. Das ist eine schwache Ausbeute, aber das muss reichen. Ich habe getan, was ich tun musste, Sean. Dein Dad kommt und holt dich. Mach hin. Ich komme nicht weiter und die Zeit läuft bald ab. Verdammte Scheiße, deine Buchstaben in dieser beschissenen Adresse. Scheiße, das muss doch irgendwie gehen. Ja komm, das klappt schon. Schauen wir uns Buchstaben das mal an. Passen auf mehrere Adressen. Gott, die sind über die ganze Stadt verteilt. Ich habe keine Zeit, alle zu überprüfen. Geräusche eines Hafens. Das schließt die Sache vielleicht schon ein bisschen enger ein. Wir haben drei zur Auswahl. Und nur diese da wäre direkt an einem Hafen, würde ich behaupten. Also fahren wir dahin. Zur Theodore Roosevelt Road. Vielleicht habe ich nur Zeit für eine Adresse. Wenn Sean da nicht ist, ist es zu spät. Reine Glückssache. Das ist der einzige Hinweis. Es klang für mich wie so ein Schiffsdampfer. Entweder hier oder wir haben Pech. Genau, was macht er jetzt überhaupt? Er hat den Namen ja noch nicht.
Wir haben nur noch Stunden, um Sean Mars zu retten. Es muss doch irgendwo ein Hinweis sein. Genau hier vor meiner Nase. Das Kind wird sterben und ich drehe mich hier im Kreis. Na, haben Sie schon gepackt? Was reden Sie da? Der Fall ist gelöst. Wir wissen, wer es getan hat. Ihre Dienste werden hier nicht länger gebraucht, Norman. Also schnappen Sie Ihre Akten und nach Washington. Kann nicht sagen, dass Sie mir fehlen werden. Die Untersuchung ist nicht abgeschlossen. Sie haben absolut nichts gegen Mars. Mars ist schuldig. Der Fall ist gelöst. Wie auch immer, das geht Sie nichts mehr an. Sie sind raus. Packen Sie Ihren Kram und verpissen Sie sich. Blake, Sie sind ein vollkommen labiles Psychopathen-Arschloch. Ich sehe es als Kompliment, aber es ist mir völlig egal, was Sie denken. Ich hab den Origami-Killer. Alle sind glücklich. Ende der Geschichte. Gute Heimreise, Norman. So ein Idiot. Och, Junge, nicht schon wieder. Ja. Was soll das? Wir hatten es doch so gut in den Griff bekommen. Der Name des Killers ist hier drin, in diesen Daten. Ich muss ihn finden. Und zwar bevor es zu spät ist. Oh Mann. Oh, da wäre noch eine Sache. Sie sollten auf keinen Fall zu viel nehmen von, Sie wissen schon. Kann gefährlich sein. Äußerst gefährlich. Es bringt Sie um, wenn Sie nicht aufpassen. Das wäre höchst bedauerlich. Okay, Leute, ich sag's euch gleich. Wir müssen jetzt wieder Hinweise suchen und diesmal ist es nicht so einfach. Ich bin da schon oft dran gescheitert. Vielleicht scheitere ich diesmal wieder. Ich kann euch aber empfehlen, beobachtet mal die Umgebung, wie die sich langsam ändert. Das ist wirklich geil gemacht, richtig geil. So, also, nochmal alles in Ruhe durchgehen. AI war im Aufnahmemodus, als ich mit dem Killer gekämpft habe. Vielleicht ist irgendetwas drauf? Okay, machen wir mal. Ja, fang an. Wie, schon fertig, kann nicht sein. Spul mal. Ich muss auf eine Kleinigkeit achten, aber... weiter. Ach, verdammt. Das ist nicht so einfach. Nein, jetzt gehen sie schon wieder weiter weg. Da ist aber was, das weiß ich. Das müssen wir im richtigen Moment stoppen. Nein. Komm, spul mal komplett zurück, bitte. Komplett zurück. Bis es nicht mehr geht. Eine goldene Uhr. Ich bin sicher, ich habe die schon irgendwo gesehen. Eine goldene Uhr. Wie war das? Bekommt jeder Lieutenant? Die Uhr, die bei der Beförderung zum Lieutenant verschenkt wird. Der Killer ist ein Kopf. Der Killer ist ein Kopf. Sehr interessante Theorie. Ich glaube, das war's, was wir hier finden können. Gehen wir mal damit raus wieder.
gucken weiter. Das war's nämlich. Die Waffe, die der Mörder im Blue Lagoon gelassen hat, vielleicht lässt sich ihre Geschichte zurückverfolgen. Okay. Vor 5 Jahren von der Polizei beschlagnahmt. Die Waffe sollte noch bei der Polizei sein. Wer könnte sie rausgeholt haben? Außer einem Cop. Noch ein Indiz. Sieht so aus, als wäre der Killer ein Cop. Carter Blake. Deswegen ist die Ermittlung in einer Sackgasse und Ethan Mars der Hauptverdächtige. Wir könnten jetzt Blake beschuldigen. Aber ist das? Oder irren wir uns da? Nein, wir machen weiter mit den Ermittlungen. Und ich mache eine ganz kurze Pause. Und da sind wir wieder. Ja, wie gesagt, wir machen weiter. Ich glaube irgendwie nicht, dass es Blake ist. Das wäre irgendwie zu einfach. Okay, das bringt uns nicht weiter. Aber der Rest bringt uns gerade auch nicht wirklich weiter. Ich habe eine Befürchtung, Leute. Ich glaube, ich habe was übersehen bei der letzten Kampfsequenz mit dem Killer habe ich was übersehen, meine ich. Und ohne diesen Hinweis komme ich nicht auf das Endresultat, auf das einzig Richtige. Hier werden wir auch nichts finden. Nein, da möchte ich nicht rein. Also ich habe die Befürchtung, dass wir das nicht schaffen können. Ich gucke jetzt nochmal in die Hinweise. Es lag vermutlich irgendwo auf dem Boden und wir haben es übersehen. Leider, leider. Aber das ist jetzt nicht so tragisch. Wir können das Game ja trotzdem noch positiv abschließen. Gucken wir uns noch mal das Video an, ob da doch noch irgendwas drauf ist. Aber ansonsten, nein, ich glaube außer der Uhr können wir hier überhaupt nichts ausfindig machen. Das ist natürlich ärgerlich. Okay, interessiert ihn nicht weiter. Und ihr merkt die Umgebung und schaut mal in sein Gesicht. Wir haben 2 Möglichkeiten, Leute. Mir fehlt leider der Hinweis, den wir brauchen. Wir können nicht auf den richtigen Täter kommen. Also zumindest Norman Shannon hat diese Chance vertan. Jetzt haben wir die Möglichkeit. Beschuldigen wir Blake oder geben wir einfach auf? Ja, die Uhr hat keinen Sinn. Also ich werde Blake nicht beschuldigen. Denn lieber bleiben wir auf der falschen Fährte. Nein, lieber bleiben wir auf gar keiner Fährte, als dass wir jemanden Unschuldigen beschuldigen. Wir können es nicht lösen. Uns fehlt ein Indiz. Ich vermute, ich habe es bei dem Kampf übersehen. Es muss irgendwo gelegen haben. Ich kann es euch jetzt auch nicht verraten, was es ist. Sonst würdet ihr vielleicht draufkommen. Schade. Schade. Beenden wir das, Ari.
und geben auf. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Jaden ist aus dem Geschäft, aber die Story geht weiter und wir haben ja noch Madison. Madison weiß, wer es ist.